Sie dürfen nach Hause fahren, wenn Sie nicht schwatzen möchten. Kein Problem. Junge, was bist du so frech, Alter? Wie lange dauert's denn noch? Also ich habe gerade Sabine diesen Trick verraten bei Subway. Ich erzähle ihn euch auch. Nein, dann kommt jemand von mir. Ja, aber doch nicht hier. Also ihr müsst halbe Stunde bevor ein Subway, kennt ihr Subway? Kennt ihr diese Cookies bei Subway? Ja, blendet. Subway Cookie, diesen White Chip Macadamia oder Double Chocolate, Junge, oh mein Gott. Aber Sabine mag kein Chocolate, sie mag gar keine Schokolade, dunkle, nur weiße werden die überhaupt. Was auch immer, auf jeden Fall, ihr müsst halbe Stunde bevor ihr Subway-Laden zumacht, anrufen und sagen, dass ihr so fünf Cookies, ob die noch Cookies da haben. Ich an den Vogel gezwitschert. Und dann ruft ihr an, halbe Stunde bevor Subway zumacht. Jetzt kommt der Trick, ihr habt lang genug gewartet. Und dann sagt ihr, ja, ich würde gerne 5 Cookies bestellen. Habt ihr noch Cookies? Nein, ihr sagt, hallo, habt ihr noch Cookies da? Und dann sagen die ja. Und dann sagt ihr, ja, okay, dann würde ich gerne 5 Stück nehmen. Und dann fahrt ihr hin, bezahlt die und meistens kriegt ihr alles, was noch übrig ist. So, auch selbst wenn es noch 20 sind, kriegt ihr die für Bellash. Nur wenn ihr 5 Stück bestellt. 5 Stück? Sagst du die ganze Zeit. Nur wenn ihr 5 Stück bestellt. Ihr könnt doch anrufen Schlag. Und 1 bestellen. Hallo, hier Bestellung bitte. Hallo, kurz noch einen Blick. Das war klar, immer bei mir. Bist du das heute? Post-Workout-Meal, sagst du? Übrigens habe ich hier noch eine Vape, die geht. Niemals. Mhm. Wow. Ey, die ist von Shisha-Mess, diese Kranke. Mhm. Vielleicht sind wir reich und wir wissen es nicht, weil wir haben den Schein nicht abgegeben. Abgegeben. Haben eh nicht gewonnen. Pink Lemonade, Junge, krank. Ey, meinst du, die haben hier diese Garnelen? Dann zeigen die die an, aber kannst du mal fragen. Wie heißt das? Garnelen. Wo? Da drin. Das ist doch. Das sind Chicken Nuggets. Chicken Wings und Chicken Nuggets. Hallo? Leben sie noch? Du siehst. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch. Hast du jetzt auch was? Ist leer. Ich wüsste nicht, was ich da essen kann. Rap. Boah, ich weiß nicht, schon sehr gesündigt. Was ist das Gesündeste hier bei McDonald's? Das Rap. Apfeltüte. Wen wollen die verarschen, Junge? Rap. Apfeltüte, Snacks, Salat, Joghurt und Müsli, Hamburger. Chicken Wings, Chicken Nuggets, Filet of Fish, Pommes. Alles fake. Mhm. Das proteinreichste bei McDonald's. Platz 1. Chickenbox. Gar nichts. Das minderwertige Protein aus dem Fleisch wird durch das Fett wieder aufgehoben. Bodybuilding und McDonald's passt vielleicht 2-mal im Jahr zusammen. Wenn es dann unbedingt sein muss, aber mehr auch nicht. Ansonsten lass das mit dem Sport. Ich esse nichts. Mach dir ein Skier. Heute hart bleiben. Standhaft. Also, ich dachte, das hier ein Fastfood-Restaurant. Also schnell ist es nicht. Seit 7 Minuten, länger als 7 Minuten warten wir jetzt. Junge, wir stehen bei 10 Minuten bei McDonald's. Was für Prank. Ja, dann sie dürfen einfach nach Hause fahren, wenn sie nicht schwatzen möchten. Kein Problem. Junge, was bist du so frech, Alter? Wie lange dauert es denn noch? So lange es sein muss. Ich hätte gern so ein... Das ist jetzt ein anderer. Ich hätte gern so ein Coupon. Ja. Soll ich Ihnen den Code sagen? Ist es aus der App oder ist es mein Coupon, die heute rauskommt? Ja, das ist aus der App. Ja, dann kommen Sie wieder als erster Fenster. Okay. Der ist mein Kollege, hat ein bisschen überreagiert. Ja, trotzdem muss der nicht so frech werden. Ja, alles gut. Junge, wir haben nur 2 Autos vor uns gesehen, aber ist. Ja, ja alles da gut. Da standen aber noch 3 Stück, die auf McFlurry gewartet haben. Wir mussten Eismaschinen nachholen. Verstehen Sie, wie ich meine? Achso, eigentlich habe ich nur mit ihm geredet. Er hat sich dann angesprochen gefühlt, ja, wie auch immer. Sauer für Nuggets. Ja. Das war's? Ja. Das war alles? Ja. Und ein Spielzeug können Sie mir für einen Jungen geben? Für einen Jungen, ja. So, wie ihr gesehen habt, ein bisschen Proteinpulver rein in den Skier. Kräftig rühren, damit keine Klumpen bleiben.
Für die Konsistenz mache ich immer noch ein bisschen Wasser rein. Und so ein halbes Espresso-Glas. Nehmt ihr noch hier Flavor Drops, Marke spielt keine Rolle. Macht so 1, 2, 3, 4 Tropfen rein. Dann rühren wir noch einmal, ein letztes Mal. So. Nehmt ihr so eine Handvoll. Crunch die so ein bisschen. Je nachdem, wie viel ihr wollt. Am besten nicht zu viel, weil das hat einiges an Zucker. Danach ballert ihr die Erdbeeren rein. Melone, Erdbeer, Cinnaminis. Und jetzt kommt Geheimtrick. Peanut Butter vom Baklava Machina. Das ist zu krank. So sieht das aus. Zu krank. Mein Gott. Das ist zu heftig. So einen fetten Löffel klatschen wir da rein. Und so einen Löffel gönnen wir uns jetzt. Bruder. Das ist zu krank. Hier sind die Brees, hier Ersatz. So, und jetzt fetzen wir das weg. Und das ist mein Abendessen. Lass mal schauen, was die Sabine da hinten macht. Wenn ich mir meinen gesunden Snack hier gemacht habe. Qua. Och, 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 was ist das in deiner Hand? Ein Chicken Nugget? Nein, das ist... Ist das High-Protein Nugget? Ja. Und das ist ein High-Protein Kartoffelstick? Ich esse einmal in meinem Leben gerade McDonald's und das filmt er dann. Du hast sehr lange gebraucht. Aber es hat sich gelohnt, oder? Irgendwas, ich habe das Gefühl, irgendwas fehlt. Was mache ich denn da sonst immer rein? Die Tropfen? Hab ich? Nee, von Toppings. Cinnaminis, Blaubeeren, Obst, Peanut Butter. Wie findet ihr unser Besteck? Diese Form, zu krank. Haut rein. Schön fürs Einschalten schon mal bis hierhin. Und ich hoffe, unsere Videos gefallen euch. Wenn ja, hinterlasst doch gerne einen Kommentar, ein Abo und ein Like. Und unsere nächsten Videos findet ihr einmal hier und einmal hier. Ciao!